Hallo zusammen und schön, dass ihr zu einem Video von mir eingeschaltet habt. In diesem Video werde ich euch mit nach Cartagena nehmen und werde euch zeigen, was ihr in dieser Stadt auf jeden Fall sehen solltet. Wenn ihr also dabei sein wollt und alles wissen wollt, dann solltet ihr jetzt auf jeden Fall dranbleiben. Eine unserer ersten Spaziergänge, die wir gemacht haben, als wir in Cartagena ankamen, war durch die Altstadt. Die Altstadt ist wirklich wunderschön. Das liegt zum einen an den wunderschönen bunten Kolonialhäusern, Kirchen und natürlich auch an dem bunten Treiben, was man in den Gassen der Altstadt findet. Dort sieht man Menschen, die Tauben füttern und mit den Tauben interagieren und sie aus dem Mund heraus füttern, was ich selber noch nie gesehen hatte. Ganz viele Künstler auf den Straßen, die ihre Kunst und Bilder verkaufen, und auch Rapper und Musiker, die auf den Straßen der Altstadt musizieren. Und man sieht auch ganz viele Stände, die frisches Obst, frische Säfte und auch Streetfood verkaufen. Das heißt, man sollte sich auf jeden Fall ein bisschen Zeit nehmen, das bunte Treiben in der Altstadt von Cartagena zu genießen, dort zu flanieren und dort durchzulaufen und sich einfach von dem bunten Treiben in seinen Bann ziehen zu lassen. Ich habe gehört, dass Cartagena der Lieblingsort, der Lieblingsurlaubsort der Kolumbianer selber ist. Das heißt, man sieht in der Altstadt tatsächlich nicht nur Touristen aus aller Welt, sondern auch ganz viele Kolumbianer, die dort auch im Urlaub sind. Seid auf jeden Fall darauf vorbereitet, dass die Musiker euch nach einem Trinkgeld fragen werden, wenn ihr ihnen Aufmerksamkeit schenkt. Eins meiner absoluten Highlights in Cartagena war der Sonnenuntergang an der Stadtmauer. Von der Altstadt spaziert man dort circa 5 bis 10 Minuten hin, je nachdem, wo man sich gerade befindet. Und dort versammeln sich ganz viele Menschen, ob Einheimische oder Touristen, um den Sonnenuntergang zu beobachten und einfach gemütlich bei einem Getränk auf der Stadtmauer zu sitzen. Alternativ kann man auch ins Café Del Mar gehen. Das befindet sich unmittelbar recht zentral an der Stadtmauer und dort kann man gemütlich bei einem Cocktail diesen traumhaft schönen Sonnenuntergang genießen. Und von dort aus macht es natürlich auf jeden Fall Sinn, nochmal in die Stadt zurückzukehren, in die Altstadt eben, um sich dort verschiedene Tanzaufführungen anzugucken oder eben auch einfach Streetfood zu genießen. Probiert unbedingt eins der lokalen südamerikanischen Gerichte, die ihr an diversen Streetfood-Ständen in der Altstadt findet, wie zum Beispiel Tamales. Das ist ein Gericht, was aus Mais hergestellt wird. Und in der Ecke befinden sich richtig tolle Rooftop-Bars, die einen wahnsinnig schönen Blick auch auf den Clock Tower bieten, der ja so das Zentrum des historischen Zentrums ist. Am nächsten Tag ging es dann für uns nach Baru. Baru ist eine Insel, die knapp 1,5 Stunden von Cartagena entfernt ist. Je nachdem, ob man mit dem Boot anreist, da braucht man eine knappe Stunde von Cartagena. Und wir sind mit dem Mietwagen dorthin gefahren und haben knappe 1,5 Stunden gebraucht. Unser erster Stopp auf Baru war der berühmte und bekannte und auch berüchtigte Playa Blanca, der uns tatsächlich nicht so gut gefallen hat. Einfach aus dem Grund, weil wahnsinnig viele Leute da waren und an Erholung und Entspannung überhaupt nicht zu denken war. Und deswegen waren wir ganz froh, als wir zum Playa Tortuga gekommen sind. Das ist ein Strand, der sich auf der anderen Seite des Playa Blancas befindet und super gemütlich und auch entspannt ist, hat zwar jetzt keine weißen Sandstrände und türkisfarbenes Wasser, aber eignet sich hervorragend zur Vogelbeobachtung und einfach auch zum Relaxen.
In Baru gibt es auch noch einige traumhafte, schöne Strandabschnitte, die man tatsächlich aber nicht selber per Mietwagen oder ja, per Bus oder so erreichen kann, sondern die kann man ausschließlich per Boot erreichen. Und wir haben da eine Bootstour hingemacht und ich muss wirklich sagen, das Wasser war traumhaft schön, total klar. Und dadurch, dass diese Bereiche eben nicht so leicht erreichbar sind, waren sie auch ja, sehr mäßig besucht, was wir persönlich sehr, sehr schön fanden. Auf dem Rückweg nach Cartagena ist uns direkt einer der Partybusse begegnet, die man in Cartagena häufiger sieht. Dafür kann man sich Tickets buchen und kann den Abend beim Feiern im Bus verbringen. Wir wollten allerdings lieber nach Getsemani und haben uns dort direkt eine leckere Ceviche gegönnt, was ich euch im Übrigen auch auf jeden Fall empfehlen kann. Und dann ging es für uns zum Plaza de la Trinidad, wo sich ganz, ganz viele Leute treffen, essen und trinken und künstlerischen Aufführungen lauschen. De tu nido, paloma linda, anda y prueba tu volar. No tengas miedo, mi palomita, que nada te va a pasar. Anda y prueba tus alas bonitas, sin que el temor te limite. Vuela, paloma, bien alto, mi vida, no dudes que siempre amanece. Am nächsten Tag ging es dann für uns nach Boca Grande. Da haben wir einen schönen Spaziergang gemacht und uns natürlich auch die Skyline angeguckt. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und dann wollten wir natürlich das schöne Hipsterviertel Getsemani auch nochmal tagsüber sehen, sind da durchflaniert und haben die wunderschönen bunten Kolonialhäuser bestaunt. Und wir haben tatsächlich auch noch eine Künstlerin gefunden und ihr Atelier besichtigt. Das war tatsächlich super spannend. Anschließend ging es für uns zum Castillo San Felipe, weil wir gehört haben, dass man von oben aus einen wunderschönen Ausblick auf die Stadt hat. Wir waren aber so spät dran, dass tatsächlich die Hölle los war, weswegen wir dann letztendlich nicht nach oben gegangen sind. Seid also unbedingt früh dran, wenn ihr nach oben wollt. Für unseren letzten Tag in Cartagena hatten wir uns eine Katamaranfahrt auf die Rosario-Inseln gebucht und das Schöne war, man hatte einen traumhaften Ausblick auch nochmal auf die Skyline von Cartagena und eben auch auf das Hochhausviertel und der Blick aufs Wasser war einfach ein absoluter Traum. Und das Schöne ist, die Rosario-Inseln, die eignen sich auch für einen absolut entspannten, relaxten Aufenthalt. Da kann man durchaus auch nochmal eine Verlängerung planen, weil es so schön dort ist. Bei uns hat nur leider nicht die Zeit gereicht. Ich kann es auf jeden Fall jedem ans Herz legen, diese Katamaranfahrt zu machen. Die Servicekräfte, das Personal, alle Menschen, die an Bord waren, haben wirklich ihr Bestes gegeben, damit wir eine traumhafte Tour haben. Und zwischendurch sind wir auch schnorcheln gegangen und haben richtig gutes Essen bekommen. Also es hätte kaum besser sein können. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat, vielleicht ein paar spannende Eindrücke für eure Reise dabei waren. Lasst mich das gerne wissen, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert unbedingt kostenlos meinen Kanal, damit wir uns bald wiedersehen.